glücklich. Es gibt halt solche Momente im Modellbauernleben, da ist man einfach den Nebensportler-Kollegen ausgesetzt. Aber er verkraftet das. Ich denke mal, morgen ist er wieder gut drauf und dann klappt das alles gut. So, jetzt ist auch Alfreds LKW komplett wieder auf dem Boden angelangt. Alle acht oder alle vier Achsen stehen mit allen Rädern wieder auf dem Boden. Alfred hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Aber er hat irgendwie das Problem, seine Mulde wird nicht leer. Alfred jetzt überhaupt bloß, wenn es hat an der Erde gelegen. Zur Erklärung für alle anderen, ich bin der, der diese Erde organisiert hat und bringe seit 2 Jahren nur Hebe und Sport über die Erde. Aber wer Vogelsberger ist, wird mir zustimmen, das ist wunderbarer Mutterboden, auch wenn es alle anderen aus Deutschland nicht glauben wollen. Ich habe ja zugegeben, dass ich das letzte Mal wohl keinen Mutterboden erwischt hatte, sondern eher Schwiegermutterboden, wie ich das gelernt habe. Auch ich bin lernfähig. So, wer jetzt sich wundert, warum aus diesen kleinen schwarzen Röhrchen teilweise schon Wasser rauskommt, an dem Porton bedeutet nichts anderes. Diese Kammer ist proppenvoll mit Wasser und das Wasser läuft ganz einfach nicht über. Es kann sich also nur um wenige Augenblicke halten, dass wir es frei bekommen, aber es ist immer eine knappe Angelegenheit. Also es geht immer im Millimeterbereich, ob es funktioniert, dass das Porton frei ist oder nicht. Und es ist halt eben ewig, es sind in dem Motor, weil wenn es gefüllt ist, 50 Liter Wasser, das ist schon eine ganze Menge. So, und jetzt ist es eben frei, der Kollege mit dem kleinen Schubboot versucht jetzt halt, dem Kollegen zu helfen, das Ganze um rauszuschieben. Sie werden von außen, die ganz nah dran steht, sehen, da ist kein Zentimeter, das geht wirklich im Millimeterbereich im Moment zu. Und dementsprechend schwierig ist es für die Kollegen. 3.000 Euro.